Hier lagern unsere nachhaltigen Ressourcen. Als nächstes wird das Ausgangsprodukt zerlegt und für die Weiterverarbeitung vorbereitet. Daraufhin wird die Lackschicht mit der Hobelmaschine entfernt. Die Bretter werden anschließend in die richtige Größe zurechtgeschnitten. Im nächsten Schritt werden die einzelnen zurechtgeschnittenen Stücke miteinander verleimt. Dieser Vorgang wird mit einer dünnen Pressspanplatte wiederholt. Diese bildet den späteren oberen Rand der Schale. Zuletzt wird bei diesem Vorgang alles mit Zwingen befestigt, um ein Verrutschen zu verhindern und das feste Verkleben zu gewährleisten. Als nächstes wird der Rundbogen der Schale mit Hilfe eines Zirkels und eines Bleistiftes eingezeichnet. Daraufhin wird die grobe Form der Schale mit Hilfe des davor eingezeichneten Rundbogens ausgeschnitten. Im folgenden Schritt werden Vorbereitungen für die Fixierung der Planscheibe vollzogen. Dann wird die Planscheibe mit der Rohform der Schale in die Drechselmaschine eingespannt. Danach wird die erste Rundung mit Hilfe des Drechseleisens eingefräst. Daraufhin wird die oberste Schicht geschliffen. Im nächsten Schritt wird die Planscheibe ausgespannt und die Seite gewechselt, damit die Innenseite ausgehöhlt werden kann. Demzufolge wird mit Hilfe eines Rundeisens die optimale Rundung einer Schale ausgearbeitet und dieser Form angepasst. Kurz vor Fertigstellung wird die Schale mit Hilfe Schleifpapiers unterschiedlicher Körnungen glatt geschliffen. Im letzten Schritt wird die Schale geölt, um die Holzfarben zu verdeutlichen.